herzlich willkommen beim Mods Talk. Für uns ist sie die Kämpferin des Jahres. Ihr Herz gehört der SPD. Für die und mit ihr hat sie schwer gerungen. Herzlich willkommen, Clara Geiwitz. Dankeschön. Ja, vielleicht zur Vorgeschichte. Sie sind jemand, mit dem man direkt telefoniert, wenn man Termine vereinbart. Und Sie haben zugesagt für den Mods Talk, völlig unabhängig davon, wie die vergangenen Tage für Sie waren. Erstmal vielen Dank dafür. Und vielleicht können Sie mal sagen, wie das so war an dem Abend, als der Mitgliederentscheid bekannt wurde. Sie wollten SPD-Vorsitzende werden, zusammen mit Olaf Scholz. Wie war das? Ja, das war jetzt, glaube ich, nicht der schönste Tag in meinem Leben. Ich bin auch ehrlich dankbar, dass Sie mich als Kämpferin des Jahres ankündigen und nicht als Verliererin des Jahres, weil ich ja zweimal sozusagen kandidiert habe, verloren habe. Einmal in Potsdam in meinem Wahlkreis, das hat mich natürlich schwer getroffen. Ich habe 44 Stimmen. 144. Also Politik kann ja manchmal auch echt fies sein. Ich wusste, es wird knapp, weil Potsdam hat sich unglaublich geändert. Wir haben, glaube ich, die dichteste Bio-Company-Besetzung überhaupt in der Republik. Das merkt man auch so ein bisschen, wenn man durch Potsdam geht. Und ich wusste, die Grünen sind da unglaublich stark. Und ich habe ganz doll gekämpft den ganzen Sommer lang und hatte auch 2000 Stimmen mehr als bei der letzten Wahl. Und blöde 144 Stimmen weniger. Da ärgert man sich natürlich erstmal brastig. Und dann hatte ich aber gerade mal so eine Chill-Out-Phase von 2 Tagen. Und dann stand ich schon in Saarbrücken vor einem Riesenpublikum an der Seite von Olaf Scholz. Und das ging dann vom 3. September bis also Ende November. Das war also echt die anstrengendste Phase in meinem Leben bis jetzt. Bis auf die Zeit, wo meine Zwillinge geboren wurden. Das Jahr war, glaube ich, noch härter. Und natürlich haben Olaf und ich gedacht, wir haben eine gute Chance zu gewinnen. Und dann hast du irgendwie so eine Zeit von einer halben Stunde, wo sie dir sagen, hat jetzt doch nicht geklappt. Okay. Ja, und dann musst du aber die Mundwinkel hochgekrempelt dann dastehen und sagen, ja, liebe Republik, ist nicht so schlimm, geht weiter und alle zusammen voran. Aber schon sehr traurig, hieß es dann, ich glaube in der Zeit oder so. Hm. Ja, die haben dann mit mir ein Interview geführt und das ist ja auch Quatsch, wenn ich sagen würde, nö, also macht ich habe da jetzt so ein Jahr, also monatelang gekämpft und dann hat mir das auch gar nichts ausgemacht. Sind Sie so ein weibliches Stehaufmännchen? Also ich hätte doch hingeschmissen, ganz ehrlich. Zweimal so eine Frustration. Und Sie haben ja auch noch ein paar andere Sachen. Ja. Es war so, an dem Samstagabend wollte ich erstmal von niemandem gar nichts wissen. Ich bin dann Mutterseelen alleine vom Willy-Brandt-Haus zur S-Bahn-Station gelaufen und bin erst mit der S1 bis nach Wannsee und dann mit der S7 bis nach Potsdam und dachte, dieses Jahr machst du gar nichts mehr. Du räumst irgendwie deine Wohnung auf, bügelst die Wäsche und fährst dann mit den Kindern in den Weihnachtsurlaub. Das war Samstagabend und am nächsten Morgen um 10 klingelte dann Manuela Schwesig und sagte, hallo, hier ist Manuela, wie geht's dir, Clara? Wir müssen mal reden. Und dann? Und jetzt sind wir sehr gespannt auf den Inhalt dieses Gespräches. Naja, da hat sie gesagt, ist natürlich schade, dass du nicht gewonnen hast, aber wir brauchen natürlich einen Ossi in der Parteispitze, geht ja nicht, wenn da keiner ist, also denk mal drüber nach und du hast Zeit bis heute Abend. So. Und dann habe ich erst mal gesagt, oh, weißt du, eigentlich hatte ich jetzt nicht vor, nochmal, sagt sie, ja, nützt ja nur nichts und gehört zum Leben und außerdem brauchen wir jemanden, der unsere Interessen da vertritt und wir haben dich unterstützt und wir erwarten auch, dass du weitermachst. Und dann habe ich gesagt, naja, kannst, also ich meine, es war ungefühl 10 Stunden, nachdem ich gerade sozusagen auf der Bühne der Republik irgendwie verloren hatte und war das wichtig, dass das Manuela Schwesig war, die angerufen hat, weil die ja auch kämpft. Also Manuela war ja 10 Jahre stellvertretende Parteivorsitzende und hat es ja schweren Herzens aufgegeben. Wegen ihrer Erkrankung. Genau, weil sie jetzt erstmal den Krebs besiegt, wo ich total verstehen kann, dass das für sie die absolute Priorität hat. Deswegen war das natürlich für mich jetzt auch nicht einfach zu sagen,
weißt du, ich bin jetzt traurig und deswegen mache ich das nicht. Und dann rief dann ein bisschen später an dem Tag auch noch Matthias Platzek an und sagte, Clara. Mensch. Und, ja, der hat aber hingeschmissen mal. Ja, also das finde ich jetzt ein bisschen unfair. Der hatte, naja, der hatte auch gesundheitliche Probleme. Ja, der hatte extreme gesundheitliche Probleme und konnte das einfach nicht weitermachen. Mhm. Ich war ja damals auch eng mit ihm politisch zusammen, deswegen weiß ich auch, wie schwer ihm das gefallen ist. Und das kann man ja niemandem zum Vorwurf machen. Ich finde überhaupt, dieser Berliner Politikbetrieb, die schlafen nicht. Und, aber das müsste als Mutter doch auch gewöhnt sein. Ja, aber gesund ist das trotzdem nicht. Nee. Nee. Mhm. Das. Wie bitte? Ja, aber alle anderen stehen vielleicht gar nicht so im Kreuzfeuer. Also das mit dem nicht schlafen. Also ich hatte einmal einen Tag, da war Olaf Scholz morgens in Paris, dann hat er einen Vortrag in Essen gehalten. Dann haben die ganze Nacht das Klimapaket verhandelt. Am nächsten Tag hatte er eine Kabinettssitzung und danach die Pressekonferenz und abends waren wir in Neubrandenburg. Und da habe ich gedacht, boah. Und habe ihm so eine SMS geschrieben und habe gesagt, du Olaf, ich würde das auch mal einen Abend alleine machen. Wir haben uns ja immer so als Team vorgestellt. Mhm. Und dann sagte er, nö, wieso, ich habe ja Zeit, ich komme dann schon. Und dann stand ich so neben ihm und sagte, irgendwann muss man doch mal schlafen. Also so nach 48 Stunden finde ich schon. Und ich glaube, das ist auch etwas, was sich ändern muss in der Politik, dass die so organisiert werden kann, dass die Menschen wirklich wach Entscheidungen treffen und nicht irgendwann morgens um 5. Das glaubt doch niemand. Ich war noch Kind, als ich nicht verstanden habe, dass wesentliche Verhandlungen immer nachts irgendwo Leute rauskommen müssen. Das gilt ja auch für Gewerkschaften und Arbeitgeber sehr gerne. Tarifverhandlungen sind ja auch gerne morgens um 4 übernächtigt. Endlich, das ist irgendwie, als müsste es so sein. Die Frage ist, wie man das durchbricht. Das ist natürlich so, also mit letzter Kraft alles gegeben und wirklich hart gekämpft. Das ist ja das Symbol. Ja. Ich glaube auch, also eins meiner wichtigsten Anliegen ist ja, dass auch mehr Frauen in der Politik mitmachen. Und das hat das sehr viel zu tun mit der Frage des Umgangs, der Umgangsform, wie aggressiv das auch ist, aber auch mit der Frage, wie ist das politische Leben organisiert. Und ich war ja mal Generalsekretärin der SPD Brandenburg und da waren diese Koalitionsausschüsse, als ich anfing, auch abends. Da hat man erst mal von 20 bis 23 Uhr gegessen und dann hat man angefangen zu diskutieren. Das geht natürlich nicht, wenn man morgens um 6 aufsteht. Ja? Und dann habe ich gesagt, wie wäre es denn einfach, wenn wir uns morgens um 9 treffen, bei ein paar belegten Brötchen und einem Kaffee und dann ist man auch um 12 fertig. Also ich glaube, das ist alles gestaltbar und das ist auch so ein bisschen überlebtes Ritual und ich glaube, dass die Leute das jetzt auch nicht toll finden und sagen, oh, die haben wirklich bis morgens um 5 Eben. Gekämpft, sondern die fragen sich auch, geht das nicht anders? Ja, und das haben Sie geschafft mit dem 9 Uhr Termin? In Brandenburg war das dann unproblematisch möglich und ich glaube, dass man Politik auch so organisieren muss, dass das Menschen schaffen, die nicht sagen, ich entscheide mich entweder für die Familie oder für die Politik und dass es auch Menschen schaffen, die keine Rossnatur haben. Das kann man ja auch nicht bei allen unterstellen und ich finde, da muss auch ein neuer Stil einziehen. Ja. Ich fange nach den wenigen Sätzen fange ich an zu verstehen, warum die Bewerbung zusammen mit Olaf Scholz gelaufen ist. Also jetzt nicht nur als die Ostquotendame, sondern eine Frau mit einem gesunden Menschenverstand und pragmatisch. Oder gab es andere Gründe? Naja, also eigentlich erzähle ich darüber nicht so gerne, aber wir sind ja hier unter uns. Das war so ein bisschen meine Schuld. Wir hatten ja im Sommer eine Situation, ich habe erzählt, ich habe ganz intensiv gekämpft, um meinen Wahlkreis wieder zu gewinnen. Und bei der SPD hatten wir dieses Mitgliederverfahren. Es haben sich am Anfang nicht so richtig viele gemeldet. Mhm. Und dann fing es schon an zu sagen, das will ja keiner. Und es hat sich auch niemand gemeldet, der für uns Regierungsverantwortung Olaf Scholz ja auch nicht. Scholz auch nicht so. Und jetzt bin ich mit seiner Frau ganz gut zusammen. Die ist ja bei uns Bildungsministerin in Brandenburg. Und dann habe ich die mal so angeboten und gesagt, Britta, jetzt musst du deinem Olaf mal sagen, er muss jetzt auch mal und so. Und das habe ich ein paar Mal gemacht. Und dann hat Olaf gesagt, ja, das macht er. Und dann kam Britta zu mir und sagte, ja, Clara, dann, ne? Also wenn Olaf dich anruft, ne? Mhm. Und das war ein Grund, weil ich gesagt habe, erstens ist
aus meiner, also ich kann ja als brandenburgische Sozialdemokratin, wir waren ja jetzt noch nie einen einzigen Tag in der Opposition. Ja? Also für mich ist es total normal, dass wenn man Politik machen will, wenn man das Leben besser machen will, dann geht das natürlich nur, wenn man gestalten kann. Deswegen finde ich diese Oppositionssehnsucht auch ein bisschen unverständlich. Mhm. Und das Zweite ist, ich weiß, dass gerade in Ostdeutschland viele Leute auch schauen, ist da einer von uns mit dabei? Also ist da einer, der auch diese ganz spezielle Erfahrung hat, wie auch die Umbruchszeiten waren, der eine ostdeutsche Perspektive einbringt, weil ich auch keine Lust habe, dass man irgendwie immer nur so Politik für den Osten macht, so seid jetzt bitte spontan dankbar, sondern dass Ostdeutsche auch selber sagen, wir wollen das so und so haben, weil wir unsere eigenen Interessen vertreten. Mhm. Das ist, glaube ich, eine große Sehnsucht der Menschen. Ja, ja, ja. Das glaube ich auch. Und deswegen ist es ja auch mit dem Stellvertreter ist ja nun nicht das Schlechteste. Das wird ja gestalten sein. Trotzdem frage ich mich nach dieser Möglichkeit, es unter einen Hut zu kriegen. 3 Kinder sind es. Zu den Zwillingen kommt noch eine etwas ältere Tochter, aber die ist auch noch nicht mal in der Pubertät, oder? Oder doch? Das wollen wir jetzt nicht öffentlich debattieren. Also nein, ehrlich gesagt, ich wollte nur wissen, wie alt sie ist. Sie ist 11 Jahre alt und wenn ich über ihren Pubertätsstart etwas sagen würde, würde sie mich killen, deswegen lasse ich das. Nein, das wollte ich damit auch nicht raus. Aber 11 Jahre heißt eben auch, da muss man auch noch als Mama da sein. Genau. Ja, sicher. Ja. Ja. Und heißt das, Sie sind schon auch so eine, Entschuldigung, den Ausdruck Rossnatur? Also Sie können schon auch mit 4 Stunden Schlaf auskommen? Oder wie ist das zu regeln? Gibt es einen tollen Mann oder 7 Kindermädchen? Also ich habe das große Glück, dass ich meine Mama habe, die ist jetzt 75 Jahre alt, aber war zu ihrer Berufszeit Kindergärtnerin und für die, ja, die hat auf die Zwillinge aufgepasst, als die noch klein waren, Babys waren und ich habe nie verstanden, wie es geschafft hat, gleichzeitig auf meine Zwillinge aufzupassen, Marmelade einzukochen und noch andere Dinge zu tun. Ja? Also ich war komplett fertig, weil ich den ganzen Tag nur auf die Kiddies aufgepasst hat. Und dann sagte sie irgendwann zu mir mal, ach weißt du Tochter, wir hatten damals immer 19 Kinder in der Gruppe, da sind 2 jetzt nicht so viel. Das ist toll. Ich habe in der Anmoderation gesagt mit der SPD, also das Herz, das war in einem Werbefilm der SPD, haben sie sich das Symbol Herz gegriffen. Herz für die SPD und mit ihr gerungen. Wie geht's denn der alten Dame SPD? Wir wissen es ja so ein bisschen, aber muss nicht links von der Mitte vielleicht sich eine neue Koalition, andere Bündnisse schließen, um einfach stärker zu werden? Ist das eine Option? Ich glaube ja, dass diese große Koalition, ja, die hat zwar eine Riesenmehrheit, aber das Problem ist natürlich, dass da 2 große Elefanten miteinander ringen, also von ganz linken Sozialdemokraten bis zu ganz rechten CSU-Menschen. Und da kommt dann natürlich am Ende auch immer nur ein ganz kleiner Kompromiss raus. Und wenn man sich anguckt in der Vergangenheit, welche Koalitionen wirklich in der Lage waren, das Land grundlegend zu ändern, dann war das zum Beispiel in der alten Bundesrepublik die sozialliberale Koalition. Absolut, ja. Unter Willy Brandt, die wirklich auch das Land durchgelüftet hat, mehr Demokratie gebracht hat. Und dann war das auch natürlich die Zeit zwischen der Koalition Rot-Grün unter Gerhard Schröder. Das ist das Wesen der großen Koalition, dass sie zwar eine dicke, fette Mehrheit hat, aber damit nur ganz, ganz kleine Schritte geht. Und ich glaube, dass auch viele Leute bei allen Verdiensten von Angela Merkel, das erinnert mich so ein bisschen an meine Jugend, wo man einfach Helmut Kohl nicht mehr sehen konnte. Ja, und ich glaube, dass wir in so einer Umbruchsphase sind und dass die nächsten Bundestagswahlen unglaublich spannend werden, weil das erste Mal seit Menschengedenken kein amtierender Kanzler antreten wird und da wird ganz viel auch neu gemischt. Ja, nun haben Sie eben gesagt, lieber in der Regierung dabei sein und Politik mitgestalten. Aber das hat der SPD ja nun nicht viel eingebracht. Ist das nicht ganz bitter? Da ist diese große, immer noch große Koalition, CDU, CSU, SPD. Da wird im Grunde vielleicht auch etwas antiquierte sozialdemokratische Politik gemacht. Aber es wird nicht gewertet. Wenn ihr jetzt in die Wahlen geht, dann muss man doch damit rechnen, dass die SPD doch verliert. Wie kommt man aus dieser Pattsituation heraus? Ich finde, eine der härtesten Sachen in der Politik ist, dass es keinen Zusammenhang gibt zwischen Leistung und Belohnung. Und es gibt manchmal
Politiker, die gewinnen eine Wahl, weil der Zeitgeist einfach günstig ist. Oder es gibt Regionen, da kann man irgendwie einen Besenstiel aufstellen von einer bestimmten Partei und der gewinnt. Und dann kenne ich ganz viele total fleißige Leute in der Politik, die auf jedem Dorffest waren, die jeden Feuerwehrball besucht haben. Und die werden trotzdem nicht gewählt, weil irgendwie der Zeitgeist gerade gegen sie ist oder sie in der falschen Partei sind. Und man muss sich ja daran erinnern, warum die SPD in dieser Regierung ist. Wir wollten das ja nicht. Ja. Ja? Sondern wir haben ja alle gedacht, es gibt jetzt Jamaika, die Grünen, die FDP und die CDU machen jetzt ordentlich mal was. Und dann hat die FDP gekniffen. Ja, und ich weiß nicht, ob Sie, können Sie mir sagen, warum Christian Lindner das gemacht hat? Er hat irgendwie gesagt, es ist besser, nicht zu regieren, als das Falsche zu machen. Als aber ich habe bis heute nicht rausgekriegt, vor was er hat wahrscheinlich auch Angst gehabt, in die Verantwortung genommen zu werden, wenn dann irgendwelche unpopulären Entscheidungen getroffen wurden. Ja, aber man will doch eigentlich gewinnen. Und wenn man mögliche Regierung... Ja, das ist auch ein Windbeutel. Also vielleicht ist das auch die Erklärung, es ist keine sehr politische Erklärung, aber es könnte natürlich auch diese sein. Ich habe das auch nicht verstanden, überhaupt nicht. So, na und Sozialdemokraten sind dann natürlich immer so treu, dass sie sagen, na gut, wenn wir gebraucht werden, dann hauen wir halt nicht ab, auch wenn wir wissen, dass es uns vielleicht nicht nur nützt. Ja. Aber wir haben zum Beispiel die Chance, auch in dieser Regierung was zu machen. Wir haben jetzt die Grundrente durchverhandelt. Das hilft 1,5 Millionen Menschen, die ein ganzes Leben gearbeitet haben, beschissen verdient haben, ganz viele davon in Ostdeutschland, ganz viele Frauen, und die kriegen jetzt eine anständige Rente. Und das ist also wirklich... Könnte höher sein. Aber na, also immerhin, das war das, was zu erreichen war. Also ich finde es schon ein Unterschied, wenn Sie jetzt zum Beispiel Friseurin sind und demnächst 1.000 Euro Rente haben und nicht mehr 700. Das ist natürlich schon ein Unterschied. Und das, was ich auch wichtig finde, ist, dass es keine Bedürftigkeitsprüfung gibt. Weil ich weiß zum Beispiel, meine Mama, die lebt da in ihrem kleinen Häuschen. Mein Vater ist leider früh gestorben. Die würde niemals zum Amt gehen und irgendeine Unterstützung beantragen, weil die Angst hätte, dass sie dann umziehen muss aus dem Haus, wo sie seit 1945 lebt. Und das war ein großer Punkt, wo wir gesagt haben, diese Bedürftigkeitsprüfung darf es nicht geben. Da darf niemand bei einer 75-Jährigen fragen, wie wohnst du? Oder hast du dir vielleicht für deine eigene Beerdigung, damit die Kinder nicht belastet werden, noch 8.000 Euro gespart? Genau. Und das ist eine Riesenleistung, dass wir geschafft haben. Wir schaffen es für 1,5 Millionen Leute. Aber warum wird es nicht kommuniziert? Ich wollte auch genau gerade nach der Frage mit Belohnung und Leistung fragen. Wie kommt denn das? Ja. Wo liegt der Fehler, dass also auch alle, die es, sagen wir mal, unparteiisch angucken, sagen, ganz viele Dinge, 2017 Bundestagswahl, dann Eierei, FDP, endlich Konstituierung 2018, das sind gerade mal knapp, noch nicht mal 2 Jahre, und vieles ist umgesetzt worden. Trotzdem ist eine totale Politikverdrossenheit mit den etablierten Parteien, sind unglaubliche Rechtsränderbewegungen da. Wie kommt es? Wer macht den Fehler der Kommunikation? Woran liegt das? Ja, also ich glaube, wir sind nicht zu doof, eine Pressemitteilung zu schreiben, sondern das geht, glaube ich, zum einen liegt das daran, dass sowohl die CDU als auch die SPD sich zu lange mit sich selber beschäftigt haben. Ja, das glaube ich, ja. Und bei uns gab es einen großen Teil der Partei, der hat nie den Frieden damit geschlossen, dass wir in dieser Regierung sind. Und wir suchen jetzt immerhin seit Juni eine neue Führung. Und ich war ja jeden Tag dabei, das war wirklich lange und anstrengend. Und dieser Punkt ist jetzt abgeschlossen. Wir haben Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans mit einem guten Ergebnis am Freitag gewählt. Wir haben auch jetzt uns einen Fahrplan zurechtgelegt, was wir noch erreichen wollen in dieser Regierung. Da sprechen wir jetzt mit der Union drüber. Das sind gute Punkte, zum Beispiel Ganztagsbetreuung im Grundschulbereich, die Entschuldung von Kommunen, die überschuldet sind, die Begleitung von Arbeitsrecht in der Digitalisierung, damit wir irgendwie nicht unsere schöne Betriebsmitbestimmung wegdigitalisieren, andere Sachen, die für Sozis wichtig sind. Und ich glaube, wir sind jetzt an 2 Punkten klar und dafür haben wir vielleicht ein bisschen zu lange gebraucht. Und stehen bei 11-12%, ist doch ein Albtraum. Ja, also ehrlich gesagt, es gab jetzt auch eine Umfrage von 14 oder 15 und ich erinnere nur daran, Dietmar Woidke hat heute seine erste Regierungserklärung im Landtag gehalten und wir waren 6 Wochen vor der Landtagswahl, waren wir glaube ich auf Platz 4 oder sowas in den Umfragen. Das ist alles heute, es geht so hoch und runter, dass ich da jetzt nicht mein Lebensglück dran festmache. Wir haben uns selber sortiert, personell und inhaltlich, und wenn wir jetzt einfach an unseren Punkten arbeiten, bin ich auch ganz zuversichtlich, dass es wieder besser wird. Aber auch wenn Sie die sozialdemokratischen Punkte hineintragen, zum Teil durchsetzen,
ist, ich meine, hätte Fahrradkette, du kannst ja nicht zeitlich mehr zurückdrehen, aber war nicht der grundlegende Fehler, alles zu privatisieren damals? Und da hat die SPD ja auch mit einer Verantwortung. Also wie kann es sein, dass heute Krankenhäuser finanziell ein Plus erarbeiten müssen? Nur das als Beispiel, alles andere nicht. Also jetzt mal ganz ernsthaft, glauben Sie, das lässt sich nochmal zurückdrehen? Also da, wo ich herkomme, in Potsdam gibt es ein kommunales Krankenhaus und die meisten Städte, die ihre Krankenhäuser verkauft haben, haben das gemacht aufgrund einer finanziellen Notlage. Also es war ja keiner, der gesagt hat, es ist eine super Idee. Und das, was wirklich jetzt passiert ist, ist, dass wir ganz, ganz viel Geld auch in Brandenburg mehr ausgeben für die kreisfreien Städte, aber auch für die anderen Kommunen. Und dass man, glaube ich, aus dieser 90er Jahre denke, dass der Staat irgendwie langsamer ist als die Privaten, das ist ja eigentlich nicht mehr sozusagen der große Konflikt. Wir haben jetzt viele Bereiche, die werden reguliert, zum Beispiel Datenschutz, aber auch internationale Finanzmärkte. Das war ja der Geist der 90er, wo man gesagt hat, Regulierung runter und Staatlichkeit auch runter. Und die Phase ist, glaube ich, überwunden. Wir haben jetzt eine ganz starke Regulierung auch im Finanzbereich, in anderen Bereichen. Und wir haben jetzt eher sozusagen die Auseinandersetzung zwischen liberal und autoritär. Und das macht mir eigentlich Sorge. Und da müssen wir ganz viel tun, auch in Ostdeutschland, damit wir das, wo wir eigentlich ja 1990 ein Geschenk der Freiheit bekommen haben, dass wir das auch wirklich für uns erhalten können. Also liberal und autoritär im Sinne von... Naja, das stimmt natürlich. Aber also ich war damals 13, ich habe nicht so viel erstritten, sondern mir wurde sehr viel geschenkt. Und ich weiß noch, wie ich als ganz junges Mädchen in Potsdam am Bahnhof stand und da ein Zug einfuhr, wo dran steht Ziel Paris. Und das war für mich emotional total beeindruckend, weil ich dachte, wow, man könnte jetzt einfach in einen Zug steigen, der nach Paris fährt. Das ist das, was Katrin Sass auch meinte mit Italien, absolut. Aber diese Warnung zwischen, also ich würde gar nicht so liberal und, wenn ich sie richtig verstanden habe, liberal und autokratisch, sondern einfach die Demokratie ist in Gefahr. Also finde ich, wenn Autokraten, und das ist das, was das Spannende ist an der nächsten Wahl, es ist schwer einzuschätzen, aber die Freude über das Erreichte oder ob erstritten, ob das Gefühl geschenkt, die ist so gering im Vergleich zu dem, wie man bereit ist, eben Demokratie abzuwählen. Und da frage ich mich wirklich, haben sich die Parteien SPD, CDU nicht zu lange mit sich selbst beschäftigt und müssten da viel geschlossener auftreten? Ja, habe ich ja gesagt. Also ich bin jetzt seit September durch die Republik gefahren, das war zu lange. Aber eine Sache zum Beispiel habe ich auch richtig verstanden. Ich habe 23 Stadthallen besuchen dürfen. Mhm. Mir ging es so wie Ihnen. Ich bin dann manchmal aufgestanden und habe gesagt, kneif dich mal, wo bist du hier? Und ich habe ganz viele Innenstädte gesehen in Westdeutschland oder so Hallen aus den 60ern, wo seitdem auch nicht mehr viel passiert ist, wo ich gesagt habe, das ist eigentlich gut, dass du das mal als ostdeutsche Politikerin siehst, was es auch für einen Investitionsstau in Westdeutschland gibt. Aber heftig auch. Ja, ja, ja. Und wo du auch sagen würdest, also die nächsten Ossis, ich darf es hier mal sagen, die mir sagen, 30 Jahre lang ist hier bei uns nichts passiert, denen spendiere ich auch mal so einen Kurzurlaub in Pforzheim oder in anderen Regionen, Baunatal auch sehr zu empfehlen. Remscheid. Ja. Wo? In Remscheid, okay. Zum Beispiel. Ja. Also man muss da wirklich auch ehrlich sein. Bei uns ist einfach, was die Investitionen anbelangt, was die öffentliche Infrastruktur anbelangt, in den letzten 30 Jahren wirklich extrem viel passiert, was nicht in allen Teilen Westdeutschlands der Fall ist. Ja. Ja. Ja, man muss es sich angucken und sehen. Aber ich will noch mal was fragen. Bitte. Ich will noch mal was fragen, weil es ja auch nur eine deletierende Bürgerin bin. War eigentlich vor 2 Jahren nicht die Möglichkeit einer Minderheitsregierung auch bei der SPD, also jetzt für die CDU/CSU, mal ein Gedanke, lass die doch mal machen, da müssen sie sich immer wechselnde Mehrheiten suchen? Oder ist das nicht in Ihrem Sinne? Also ich bin jetzt 43 Jahre alt. Ich habe in meinem Leben 2 Systeme erlebt. Ich habe 3-mal die Währung gewechselt, ohne dass ich umgezogen bin. Mein Bedarf an Experimenten ist eigentlich ziemlich gesättigt. Und Deutschland ist das
eines der wichtigsten und auch ökonomisch bestimmten Länder. Und was würde denn passieren, wenn wir eine Minderheitsregierung hätten? Wir haben jetzt zum Beispiel die EU-Ratspräsidentschaft im nächsten halben Jahr. Da kann jetzt die Kanzlerin schlecht sagen, liebe Kollegen Ratspräsidenten, wir verhandeln jetzt bis um 12 in der Nacht und dann nehme ich mal 2 Tage Pause. Ich frage mal die Oppositionsparteien, was sie mitmachen würden. Ihr bleibt so lange hier sitzen, dann komme ich wieder. Das heißt, so eine Minderheitsregierung würde dann so funktionieren, dass man mit einer SPD oder irgendwelchen anderen Parteien so einen kleinen Vertrag macht über wesentliche außen- und verteidigungspolitische Fragen. Und da frage ich mich, was hat denn die SPD davon, wenn wir sämtliche Minister aus dem Kabinett abziehen, keinen einzigen Punkt aus unserem Koalitionsvertrag wie Mindestlohnsteigerung, Grundrente und andere durchkriegen und dafür dann aber die Mehrheit für die Union garantieren? Richtig schlau scheint mir das nicht. Leuchtet ein. Leuchtet ein. Mich würde bei allem, was Sie jetzt sozusagen gebündelt vorhaben, dann doch nochmal das Private interessieren. Sie haben gesagt, schlafen und vielleicht dann einfach mal jetzt einen Weihnachtsurlaub mit der Familie. Steht das trotzdem an oder geht es jetzt übergangslos den Dezember durch oder haben Sie ein bisschen Pause? Nein, also ehrlich gesagt, ich bin körperlich platt. Ich mache jetzt irgendwie noch 2, 3 Termine und dann habe ich noch sozusagen die große Herausforderung, Weihnachtsgeschenke für die Kinder zu besorgen. Noch keine? Ich habe noch kein einziges. Ich bin ganz schlechte Mama, ich weiß, ich habe noch kein einziges. Nein, nein, nein. Und dann werde ich die ruhigste Weihnachtspause ever ausrufen. Schön. Dann wünschen wir ein sehr friedvolles, harmonisches Weihnachtsfest im Kreise der Familie. Genau. Herzlichen Dank, das wünsche ich Ihnen auch. Und wir danken, dass Sie sich trotzdem entschieden haben, nach Frankfurt zu kommen und die Pause noch ein bisschen rausgeschoben haben. Vielen Dank, Frau Geiwitz. Ja. Vielen Dank. Danke schön.